Bevor ich mit der Kettenregel anfange, gerade nochmal eine Erinnerung, wie man die Ableitung professionellerweise anders schreiben kann, ohne diesen unsäglichen Bruch zu verwenden. Diesen schulmäßigen Bruch f von x plus h minus f von x durch h. Dieser Bruch ist sehr unhandlich, wenn man irgendwas nachweisen will. Und der Trick war zu sagen, okay, die Funktion an einer etwas gestörten Stelle, das ist kein Lückentext, sondern nochmal Vorbereitung, Erinnerung für die Kettenregel. Die Funktion an der gestörten Stelle ist die Funktion an der Originalstelle plus, wenn ich das vorstellen, irgendwo ist meine Funktion. Hier habe ich meinen Funktionswert f von x. Ah, da schreibe ich vielleicht keine x dran, wenn da x steht. So, ich möchte wissen, was meine Funktion an der Stelle x plus h ist. Die dümmste Näherung wäre, dass ich sage, okay, das ist dasselbe wie an der Stelle x. Die nächstbessere Näherung, die ich machen kann, ich sage, ich gucke mir die Tangentengrade an. An der Stelle x gucke ich mir die Tangentengrade an, wie auch immer meine Funktion verläuft. Na, nicht gerade Knick haben, sollte sie, sowas. Wie auch immer meine Funktion verläuft, ich gucke mir die Tangentengrade an, die Tangentialgrade an. Und gucke auf der Tangentengerade nach, was denn deren Wert wäre an der Stelle x plus h. Das heißt, es kommt noch zu dem f von x, das hier ist f von x. Zu dem f von x, dem hier, kommt noch ein Stückchen hinzu, nämlich das, was Sie kriegen, wenn Sie mit der Steigung der Tangentengerade die Strecke h gehen. Hier haben wir die Strecke h. Sie gehen mit der Steigung der Tangentengerade die Strecke h, dann haben Sie hier auf der Tangentengerade zurückgelegt, h mal f' von x, denn die Steigung der Tangentengerade ist f' von x. Das wäre die nächstbessere Näherung, die lineare Näherung, kommt gleich nochmal ausführlich. Bis dahin habe ich die Funktion und ihre Ableitung plus, leider stimmt es ja nicht ganz, die Funktion kann sich davon wegkrümmen von der Tangentengerade. Und das kann man hier unter diesen Teppich kehren, ein Teppich namens klein o von h. Das ist eine Größe mit der Eigenschaft, dass der Grenzwert klein o von h durch h 0 ist. Dass dieses gegen 0 geht, für h gegen 0. Das ist der professionelle Trick, die Ableitung anders zu schreiben, ohne dass man dividieren muss durch dieses h. Ich sage einfach, dieser Rest hier soll hinreichend schnell gegen 0 gehen. Diesen Trick, Funktion und Ableitung umzuschreiben, verwende ich jetzt für die Kettenregel. Das ist die Nummer 13. Ich interessiere mich dafür, was mit einer verketteten Funktion passiert. Nochmal zur Erinnerung, letztes Mal am Ende hatten wir, was passiert mit einer Multiplikation. Ich habe eine Funktion von einem mal ein anderes. Was passiert, wenn ich so ein Produkt, in so einem Produkt das x etwas ändere? F mal g und das x etwas ändern. Jetzt habe ich eine Verkettung. Eine Funktion einer anderen und ich ändere das x etwas. Und das kann man jetzt ganz nett hinschreiben mit diesem kleinen o von h. Ich kann nämlich erstmal hinschreiben, was innen drin passiert. Und das sollte ich vielleicht direkt darunter schreiben. Ich kann direkt hier schreiben, was mit dem g passiert. Dieses g an einer etwas gestörten Stelle ist das g an der Originalstelle plus das, was ich von der Tangentialgerade ablese, Tangentengerade ablese, wie eben. Der Wert plus h mal die Ableitung. Der Wert plus h mal die Ableitung. Lineare Näherung. Plus, was jetzt als Fehler auftreten mag. O von h nenne ich das. Klein o von h. Das ist, was da innen drin steht. Das ist g von x plus ein gewisser Versatz. Jetzt muss ich also hier rechnen, das ist eine Funktion von g von x, die Funktion f von g von x und etwas daneben. Das hier hinten sagt mir, wie weit es daneben ist. Dafür empfinde ich einfach einen neuen kurzen Namen, den hier h2 nenne ich den mal einfach. Und das Stückchen sitzt sich daneben. Und das ist bis jetzt alles immer noch exakt, weil ich hier mit diesem kleinen o von h eine Chance gefunden habe, dieses ungefähr und geht im Grenzwert gegen mit einzubauen in solche exakten Gleichungen. Also, was innen drin steht, die Funktion g an der gestörten Stelle ist Funktion g an der Originalstelle plus auf der Tangentengerade ein bisschen aufwärts oder abwärts gehen, in xh weitergehen, plus was jetzt noch dazu kommt, weil meine Funktion g nicht gleich der Tangentengerade ist, sondern sich
an die Tangentengerade irgendwie von der Tangentengerade wegkrümmeln kann. Das ist alles in dieses O von H rein gebaut. Was also in der Funktion f steht, ist der ursprüngliche Funktionswert von g plus eine Störung. Die nenne ich jetzt einfach mal H2. Diese ganze Krempel hier, da schreibe ich das mal ganz deutlich hin. H2 wird definiert für mich heute, hier und heute, als das, was da drüber steht. Dann steht da die Funktion f an g von x plus H2. Aber dafür geht es jetzt wieder los mit dem Landau-Klein-O. Eine Funktion an einer gestörten Stelle, nämlich f an dieser Stelle und eine Störung. Da kann ich jetzt wieder mit der linearen Näherung dran. Das ist f an der Originalstelle plus H2 mal die Ableitung von f an der Originalstelle. Das sieht jetzt ein bisschen ekliger aus. Ich schreibe mal hier sofort plus, damit wir es nicht vergessen. Also nochmal, was passiert hier? Eine Funktion an einer gestörten Stelle. Die Stelle ist jetzt aber nicht mehr x, sondern g von x. Und die Störung ist nicht mehr h, sondern h2. Gehen wir das noch hin. Hier im Original war das, eine Funktion an der Stelle x, gestört wird sie um h. Gibt die Funktion an der Stelle x und es kommt h mal Ableitung an dieser Stelle x dazu. Hier analog, die Funktion an der gestörten Stelle, g von x, plus die Störung h2 mal die Ableitung der gestörten Funktion an dieser Stelle, g von x. So sieht das aus, mit demselben Rechentrick, nur die Variablen etwas anders bezeichnet. Plus, jetzt brauche ich wieder so ein kleines O, damit da ein Gleichheitszeichen stehen darf, etwas, das sehr schnell gegen 0 geht, wenn H2 gegen 0 geht. So kann ich F an so einer gestörten Stelle ausdrücken. Wenn es denn differenzierbar ist an dieser Stelle, was im Text steht. Nun ist die Frage, oh, wie können wir das jetzt hier retten? Wir können ja mal vorsichtig einsetzen, was H2 ist. H2 steht da, ist also f von g von x plus H2. Was ist H2? Es ist h mal g' von x, h mal g' von x mal f' von g von x. Und jetzt kommt hier noch ein Teil von dem H2 kommt noch ein Teil, nämlich O von H. Also plus O von H mal, habe ich einen vergessen? Nein. Mal F' von G von X. Und hier hinten kommt noch plus O von H2. Plus O von, aber was ist H2? H mal G' von X plus O von H. Sieht das grausam aus? Das ist auch grausam. Aber ich hoffe, dass man die wesentlichen Terme zumindest erkennt. Was passiert? In diesem linearen Term, H2 mal irgendwas, meine kleine Störung da hinten mal irgendwas, buchstabiere ich das H2 aus. Was war das H2? H mal die Ableitung von G, da haben wir den, plus so ein klein O, so eine kleine O-Funktion, mal dasselbe, was da vorher stand. Und nun fragt man sich, okay, wo steht hier die Ableitung? Kann ich hier tatsächlich sehen, was die Änderungsrate ist? Für ganz kleine h, was wird mit diesem f von g von x plus h passieren für ganz kleine h? Was ist die Änderungsrate, mit der sich das ändert? Hier vorne, das ist der Wert für h gleich 0. Den erwarten wir sowieso. Die Funktion an der gestörten Stelle, f von g an der gestörten Stelle, ist die Funktion an der ursprünglichen Stelle plus. Und jetzt muss kommen als nächstes h mal die Ableitung. H mal die Ableitung. Dann muss das hier die Ableitung gewesen sein. Wie male ich das jetzt mal auf? Ich schreibe das mal so. Die Ableitung von f von g von x nach dx. Das hier muss die Ableitung gewesen sein. H mal die Ableitung. Und was hier hinten steht, ist alles, nicht Sigma, alles klein o von h. Hier steht klein o von h mal eine Konstante. X betrachte ich erstmal als Konstant. Ich will an dieser Stelle ableiten. Hier steht o von h mal eine Konstante plus, dieses Ding geht auch sehr schnell gegen 0. Das steht sogar in dem o drinnen. Sehr gewagt. Dann geht es noch schneller gegen 0. Das hier hinten ist auch etwas, was sehr schnell gegen 0 geht. Dieses hier hinten kann ich alles mit diesem Deckmäntelchen o von, klein o von h verschleiern.
also hat hier in der Mitte, ich jetzt andersrum sagen sollen, also hat hier in der Mitte tatsächlich die Ableitung gestanden. Was hier steht, muss die Ableitung der verketteten Funktion gewesen sein. Die innere Funktion ableiten mal die äußere Funktion ableiten an der inneren Stelle. Das ist die altbekannte Kettenregel und hoffentlich eine grobe Idee, wie man sie herleiten könnte. Das war die Kettenregel. Also wenn Sie f verkettet mit g, das ist diese Funktion, f von g angewendet auf x, wenn Sie diese Funktion ableiten, kriegen Sie die äußere Funktion abgeleitet an der inneren Stelle. Ich schreibe es jetzt andersrum, die übliche Reihenfolge schreibe ich hier mal hin. Die äußere Funktion an der inneren Stelle, f' verkettet mit g, mal, nicht minus, mal, die innere Funktion abgeleitet, das ist das, was Sie schulmäßig kennen. Die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Die äußere mal die innere Ableitung. Hier hinten war noch so ein bisschen Händewedeln, aber das kriegt man eigentlich in 5 Minuten hin. Das wäre die wahrscheinlich einfachste Art, die Kettenregel sauber zu zeigen. Wenn hier hinten noch das etwas klarer macht, warum auch das hier hinten klein o von h ist, dann muss hier die Ableitung gestanden haben, also habe ich die Kettenregel. Diese Herleitung ist eher unanschaulich. Ich veranschauliche mir das immer, indem ich zwei Funktionsgraphen tatsächlich einmal, den Graphen für f und den Graphen für g. Das Ungeschickte ist, wie kriege ich zwei Graphen in ein System, dass ich was ablesen kann. Na, warte mal, gerade auch noch. So, das ist mein x. Ich baue hier mal drei Achsen dran, drei unabhängige Achsen, alle nur positiv. X, dieses x kommt aus dem ersten raus. Gebe ich dem überhaupt einen Namen? Dem gebe ich vielleicht sicher keinen Namen, um keine Verwirrung zu erzeugen. Und das ist das y, was aus der Gesamtfunktion rauskommt. Lassen wir es mal schwarz. Das könnte meine Funktion f sein. Die nimmt Werte von da und liefert die nach da. Werte von da nach da, Werte von da nach da. Meine Funktion g müsste ich jetzt leider falsch rum einzeichnen. Mal gucken, wie ich das so hinkriege. Sowas. Hier meine Funktion g, aber um 90 Grad gedreht. Dass ich so nachgucken kann. Bei diesem x kommt das aus der Funktion g raus. Ich male mal tatsächlich einen Funktionswert hin, dass man mal eine Idee kriegt, wie ich das jetzt meine. Hier ist mein x, was ich einsetzen will. Dann gucke ich auf der Funktion g nach, kriege das raus. Stellen sich das Ganze hier um 90 Grad, das hier unten um 90 Grad gedreht vor. Sie nehmen x, gehen in die Funktion g rein und lesen ab, was Sie aus g rauskriegen. Und jetzt mit dem, was aus g rauskommt, gehe ich in f rein und gucke nach, was ich aus f rauskriege. Dann steht hier g von f von x. Und hier steht x. Und hier ist g von x. Das ist mein Gedanke. Also wenn g eine Normalparabel wäre, müsste ich hier sowas hinmalen für den Graphen von g. Sie nehmen den Graphen von g, 90 Grad gedreht, mein x ist dann auf dieser Achse. Ich gucke nach, was denn aus meinem x wird. Dieses hier, g von x. Und dann nehme ich das g von x, jetzt ist das wieder die originale x-Achse hier. Ich gucke mal meinem x nach, was aus g rausgekommen ist, was denn f davon macht, g von f von x. Jetzt kann man sich fragen, okay, was passiert, wenn ich eine kleine Störung habe, wenn ich nicht dieses x nehme, sondern wenn ich das hier nehme, x plus h. Ich setze einen etwas gestörten Wert ein in meine Originalfunktion g. Dann sehen Sie, landen Sie hier mehr oder minder auf der Tangentengerade an g. Na, das g von x habe ich da ja sehr ungeschickt hingeschrieben. Ich schreibe es mal auf diese Seite. G von x. Das hier wäre g von x plus h.
Das ist auch nicht gerade so gut gelaufen hier. Ich müsste hier eine deutlichere Tangentengerade haben. Ich baue da mal eine deutlichere Tangentengerade dran, dass man es besser erkennen kann. Sowas. Jetzt gehe ich mit meinem g von x plus h in meine Funktion f rein. Na. Immer noch nicht. Sollte von rechts anfangen. So geht's auch. Das ist jetzt g von f von x plus h. Sind das viele Klammern? Und anscheinend gucke ich hier ja auf der Tangentengerade nach, mehr oder minder, auf der Tangentengerade von f nach. Und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass die beiden Steigungen sich multiplizieren müssen. Dieses Stückchen hier wird auf dem Weg von da nach da mit der Steigung der Funktion g multipliziert. Wenn die Funktion g Steigung 0 hat, dann verläuft sie so. Dieses Stückchen wird überhaupt nichts auf der Achse, mal 0. Wenn diese Funktion g die Steigung 1 hat, hier 45 Grad, dann ist dieses Stückchen so groß wie das Stückchen. Wenn die Funktion g die Steigung 2 hat, also hier eine Einheit und da zwei Einheiten haben, wenn die Funktion g die Steigung 2 hätte, würden sie hier mit dem Einfachen reingehen und dann mit dem Doppelten rausgehen. Also was ich hier auf der zweiten x-Achse habe, ist das, was ich hier hatte, mal die Steigung von g. Also diese Strecke ist h und diese Strecke hier ist ungefähr h mal die Steigung von g, an der Stelle x natürlich. Ich bin hier an der Stelle x, die Tangentengerade hat die Steigung x. Dieses Stückchen müsste h mal die Steigung von g sein. Und jetzt kommt dasselbe Argument nochmal. Ich gehe hier mit einem gewissen Stückchen auf dieser zweiten x-Achse in meine Funktion f rein. Was hier rauskommt, ist mit der Steigung von f multipliziert. Wenn f die Steigung, naja, sagen wir minus 1 hätte, damit was nahe ist, wenn f die Steigung minus 1 hätte, wäre dieses Stückchen mal minus 1 gleich dem Stückchen. Wenn f die Steigung 0 hätte an dieser Stelle, na toll, wenn f die Steigung 0 hätte an dieser Stelle, gehe ich mit diesem Stückchen rein und ich komme mit 0 raus. Und so weiter. Auch von hier nach hier wird mit der Steigung multipliziert. Das heißt, dieses Stückchen hier ist ungefähr f' die Steigung, wir gucken gleich an welcher Stelle, f' die Steigung an dieser Stelle, aber welche Stelle ist das? G von x. f' an der Stelle g von x, diese Steigung an der Stelle g von x, mal wie groß das Stückchen war, und das war ungefähr h mal g' von x. Mal h mal g' von x. Das heißt, die Rate, mit der sich diese zusammengesetzte Funktion ändert, ist, sehen Sie das, mal h. Sie teilen durch h, dann haben Sie die Rate, ist äußere Ableitung mal innere Ableitung. Da sieht man schon wieder die Kettenregel. Wie ändert sich die zusammengesetzte Funktion, wenn Sie durch h teilen, also die Rate, mit der sich das ändert, die Steigung der zusammengesetzten Funktion durch h teilen, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Also Sie kriegen durch diese Verkettung das Produkt der beiden Ableitungen, die innere Ableitung an der Originalstelle, die äußere Ableitung, das ist das Gefährliche, die äußere Ableitung aber an der Stelle g von x, an der Stelle, an der man die äußere Funktion sonst ausgewertet hat. F' von g von x, nicht f' von x. Das ist die Kettenregel, wie ich sie mir vorstelle. Man kann sie, wenn man will, so herleiten, wenn man es etwas sauberer macht. Wichtiger wäre mir diese Vorstellung. Die Ableitungen werden multipliziert.